heute Abend. Ich hoffe, alles ist schon live. Sieht ganz danach aus. Also willkommen nochmal zu Pixel Knights. Ich sehe auch schon Shadow Lucas im Chat. Hi Shadow Luca. Ich würde sagen, wir gehen ins Spiel. Ihr hört doch nichts. Jetzt schon. Und genau, wer es verfolgt hat, wir hatten die Let's Plays zu Terranigma. Ich hatte jetzt zwei Folgen schon hochgeladen, da kommen noch mehr. Jetzt wollte ich allerdings an der Stelle schon mal einen kleinen Sprung machen und im Stream ein bisschen fortsetzen, weil ich glaube, live mit ein paar Leuten, denen es gefällt, zockt sich das ganz gut. Ich werde mal schauen, ich muss mal nebenbei, oder ich werde mal nebenbei noch den Chat aufmachen. Also, schauen wir mal Twitch. Gut vorbereitet, auf jeden Fall. Pixel Knights ist live. So wollen wir das sehen. So mögen wir das. Und hier werde ich natürlich noch den Ton leiser machen müssen. So, dann sind wir all set. Ich würde sagen, für Luke, Shadow Luca, du kennst Terranigma ja noch nicht so ganz und meintest auch, du hattest jetzt erstmal die ersten Let's Plays gesehen. Aber weißt du im Prinzip noch gar nicht so richtig, worum es geht. Chat versuche ich mal ein bisschen nebenbei zu verfolgen. Jedenfalls, vielleicht ganz kurz, wo sind wir? Was machen wir? Wer sind wir? Ich glaube, alle, die es kennen, wissen es. Das ist Ark, in unserem Fall Zwelp. Wir sind der Protagonist, kommen eigentlich aus der Unterwelt. Sieht ganz anders aus, aus einem Dorf namens Krista, das in Kristallnebel gehüllt ist. Und wir haben dann durch Zufall eine blaue Truhe, eine blaue Tür geöffnet, wo wir das Siegel einer alten Truhe gebrochen haben. Und mit dem Brechen des Siegels haben wir es im Prinzip geschafft, alle Bewohner des Dorfes zu vereisen. Was natürlich nicht so cool ist, weil unsere Melinda mit dabei war, unsere Freundin. Und so machten wir uns dann halt auf, die fünf Türme in der Unterwelt zu ja, befreien, sage ich mal. Und die Seelen zurückzuholen und gleichzeitig, das hat uns dann der Gott Dorfälteste gesagt, haben wir die Welt erschaffen, also die Oberwelt. Und damit sind die fünf Kontinente gemeint, die aber erstmal karg und leblos waren. Der Weise hat uns dann erzählt, wir müssen im Prinzip in die Oberwelt gehen, springen, fallen, was auch immer, um eben dort auch die Pflanzen zurückzubringen, was wir hier gemacht haben im letzten Dungeon. Und an der Stelle geht es jetzt weiter, dass wir im Prinzip die nächsten Dinge auf der Welt erschaffen müssen, sozusagen anderes Leben, Tiere, Menschen und so weiter. Und bevor ich jetzt raus in die Welt gehe, vielleicht noch die ersten Punkte. Also die Themen hier bei Terranigma, die es gespielt haben, kennst. Brauche ich mich nicht wiederholen. Wiedergeburt, Leben, Sterben, wenn man so will, dann in dem Zusammenhang natürlich. Kreisläufe und Dualismus, wenn man so will, also zweiseitig, Licht-Schattenseite, wie gesagt. Und genau. Schauen wir, was die Story jetzt dann bringt. Overworld-Theme, natürlich klassisch für alle, die es damals gespielt haben, total cool. Was haben wir hier? Genau. Noch haben wir keine Menschen befreit, deswegen. Wenn wir irgendwas handeln wollen, dann können wir das nur mit Seelen handeln, wie dieser hier. Genau, hier gibt es nur die Ringe. Die brauchen wir jetzt erstmal nicht. Das sind so, also ich mache einfach nochmal so ein kleines Rundum-Ding für die Leute, die es vielleicht nicht kennen. Die Ringe, die kann man mit den Kristallen, ach so, genau, von diesem wäre gekommen, nutzen. Und das ist so eine Art Magie, sag ich mal. Also magische Ringe. In dem Fall haben wir einen Feuerring und einen Blitzring, glaube ich, gesehen. Aber unsere Hauptwaffe ist eben der Stab. So, noch können wir hier mit den Pflanzen reden. Gut, genau. Alles klar. Gut, also im Prinzip haben uns die Pflanzen, die wir jetzt erweckt haben, nur nochmal gesagt, dass wir nie allein sein werden, dass sie uns helfen werden und dass wir jetzt zum Paradies der Vögel kommen. Hier ist mal ein Kaktus, ich glaube, mit dem kann man auch noch mal reden. Okay, im Norden wird meine Hilfe gebraucht. Ist immer gut, wenn uns das noch mal gesagt wird, was wir eh machen müssen. Also ohne Option.
Gut, ich gehe hier immer noch mal in die Ecken der Karten, weil oft sieht man einige Gebiete nicht, die man sonst auslassen würde. Hier zum Beispiel. Ja. Also man erkennt so ein bisschen. Okay, hier ist unten Wald. Wir haben ziemlich wenig KP. Das war der letzte Endgegnerkampf. Da haben wir natürlich noch ein paar Heilknollen. Eine Wunderknolle erstmal. Und ordentlich Gold. So, genau, dann nehmen wir. Was reicht denn hier? Ich glaube, die Haieknolle passt. Ach ne, nehmen wir gleich eine Wunderknolle. Jo, das sieht gut aus. Und ja, hier haben wir erstmal nichts weiter verloren. Können wir weiter? So, da geht's, glaube ich, auch rein irgendwie. Jetzt haben wir hier erstmal zwei Berge. Nehmen wir den. Okay. Ja, schauen wir mal. Dann noch mal einen Händler, den brauchen wir jetzt erstmal nicht. Okay, ja. Jemand hat den Vögeln die Lebensquelle geraubt. Und hier ist nochmal so ein Magier. Brauchen wir alles nicht. Das war. Raus wollte ich jetzt allerdings auch nicht. Ich wollte nochmal kurz speichern. Sicher ist natürlich sicher. So. Zwölf. 2,5 Stunden sind wir schon dabei. Nicht heute, aber insgesamt. Ja, genau. Und dann eigentlich müssten wir dann hier rein. Das werden wir auch mal machen. So, zweite Dungeon auf der Oberwelt. Tja, wie ist das? Crackcliff? Irgendwas? Naja, das wurde uns bestimmt nochmal angezeigt. Gut, Waffen können wir auch schon benutzen. Beziehungsweise, bevor wir uns da lang machen. Ne, da war nichts mehr. Okay. So. Das sind die ersten Gegner. Also hier merkt man schon deutlich anders. Klar, in jedem neuen Dungeon gibt es neue Gegner. Manchmal wiederholen die sich ja auch nur mit anderen Farben. Aber jetzt ist uns der Vogel entwischt. Aber in unserem Fall haben wir ja noch nicht so viele Gegner kennengelernt. Okay. Ah, da ist er ja wieder. Na, jetzt. Gut, nur noch mal kurz schauen, dass wir uns gleich hier ein bisschen besser orientieren als beim letzten Mal. Ah ja, okay, nee, hier ist nur noch ein Gegner. Den nehmen wir uns doch vor. Und dann geht's weiter. Wichtig ist, ich gucke ab und zu mal in den Chat, wenn ich irgendwas übersehe, irgendwie eine Truhe oder so, dann einfach schreiben. Okay. Genau, hier liegen noch ein paar Steine vor, die wir wegschieben müssen. Des Rätsels Lösung ganz nah. Und den Kollegen räumen wir auch noch beiseite. Oder er uns? Wahrscheinlich nicht. Okay. Ah, die sind schon ein bisschen nervig. Gerade hier, wenn man keinen Platz hat zum Kämpfen, dann. Ja. Wären die nicht direkt unangenehm, aber wir müssen gucken. Also, ich habe jetzt hier noch 34 KP von 96, was ich mir eigentlich gerade aufgefüllt habe. Nicht, dass wir hier zu viel verlieren. Ja, die Dinger sind auch ziemlich. Okay. Ziemlich hart beizukommen. Ja, wo machen wir uns auf als erstes hin? Den haben wir auch noch schnell bekommen. Und können wir gleich mal eine Haieknolle nehmen. Muss hier ein bisschen vorsichtiger sein. In der Unterwelt, da hat uns ja doch der Kristallspeck geheilt.
Den haben wir ja nun getauscht gegen den, wen haben wir denn eigentlich? Ich glaube, den Sonnenstab oder so. Und hier müssten wir jetzt vielleicht den Felsspeer finden. Mal sehen. Okay. Ich würde sagen, wir machen uns erstmal unten auf den Weg. Nee. Ja, okay, war jetzt auch ein bisschen mein Fehler. Das sind diese Dinger. Und, oh, jetzt wird's kritisch. Nein, das gibt's nicht. Ah, oh, nein. Oh Mann. Oh Mann. Also eigentlich habe ich jetzt gar nicht damit gerechnet, dass ich überhaupt in diesem Spiel sterben würde. Okay. Nochmal. Haben wir jetzt unsere Erfahrung behalten, die wir bekommen haben? Die Gegner sind auf jeden Fall alle wieder da. Jetzt ist natürlich Vorsicht angebracht. Weil das waren nämlich die Dinger, die mir die KP die ganze Zeit geraubt haben. Weil ich die so mies erwischt habe. Na komm schon. Ah. So. Nein. Ja, den haben wir auch. Und den Vogel lassen wir jetzt einfach mal. Das ist sonst ja. Das wird sonst nichts. Nein. Ja, den haben wir auch genagelt. Fest. Genagelt. Naja, dann nehmen wir doch gleich mal den Stein hier. Ach, naja. Immer jetzt die KP im Auge behalten, das darf uns nicht nochmal passieren. Geh erstmal wieder unten lang. Naja. Na, da bist du. Okay, scheinbar haben wir die KP behalten. Das heißt, wir müssen uns jetzt nicht zwangsweise den nächsten auch noch holen, sondern gehen gleich schon mal runter. So gut, KP dazu erhalten. Dürfen wir natürlich nur nicht verlieren. Der ist gleich weg. Durch unsere unglaubliche Stärke, die wir jetzt erlangt haben. Gibt es hier irgendwas zu tun? Ach ja, das sah jetzt hier fast gar nicht begehbar aus. Okay. So, den Raum oben dürfen wir da nicht vergessen. Na. Den haben wir auch noch. Also die sind echt mies zu kriegen, diese komischen Kackvögel hier. Beide. Ich glaube, hier am Ende war doch ein Kristall oder so. Nee, gar nichts. Ach doch, eine Truhe. Ah, das ist das, wo wir wahrscheinlich mit der Pflanze hochgekommen wären. Das können wir uns eigentlich dann auch noch holen. Am besten. Ah, wir schauen erstmal weiter. Ach ja, nein, okay, gut, ja. Also wir wären jetzt theoretisch paralysiert, wenn wir nicht den, also wenn wir den Boden berühren, sind wir paralysiert bei diesen komischen Steinbeißern. Wenn die dann so heißen. Ich glaube, da stand Steinbeißer.
Aber bevor ich jetzt noch weitergehe, ich glaube, ich muss da nochmal den Raum checken. Oder? Ja, also ich gehe nochmal zurück und hole mir erstmal die Truhe. Das ist. Ja, genau. Geoblaster, nicht Steinbeißer. Geoblaster. Ja. Ups. Na, komm schon. Wir werden jetzt mal nicht jeden Gegner mitnehmen. Vor allem nicht die Typen. OP, KP. Wir wollen nicht wieder lang liegen. Ah, okay. Ah, nee, gut, okay. Gut, dann haben wir die Truhe noch mitnehmen können. Jetzt frage ich mich allerdings, wie wir an die andere Truhe da kommen, die wir noch auf dem Weg gesehen haben. Shadow Luca. Speedrun Strats. Und ob das Steinmonster sind? Ja. Kurz und knapp, ja. Hoffentlich die Frage ist nicht schon zu spät beantwortet. Jetzt sind wir schon wieder bei der Hälfte unserer KP angekommen. Ah, Chat muss ich doch ein bisschen mehr nochmal gucken. Das wollte ich schon immer mal sagen. Wenn man das so bei Rocket Beans gesehen hat, selbst im Chat war. Grüße übrigens an den Chat mit D. Chat. Und wenn man so will, auch Grüße an die Rocket Beans. Ah, kenn mich nicht. So. Ich denke mal, wir schauen noch mal, wie wir hier in die Truhe kommen können. Ich glaube, also wir müssen jetzt uns so erstmal diese komischen Kraxelkrallen holen. Oh, das gibt's doch nicht. Nein. Und wieder der Geoblaster. Und dann gleich eins aufs Maul. Ach so, ja, jetzt kommen noch die Kollegen hier. Wow, 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 wow. KP, 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 KP. Easy. Mist. Also gut. Gut auf jeden Fall Granitschwer, weil wir einfach stärker sind. Ich hätte jetzt nur mit den Krallen gehofft. Ah ja, okay. Die Hürde kommt uns gleich erstmal in den Weg gelegt, dass wir den Granitschwer ausrüsten müssen. Um eben solche Dinge aus dem Weg zu rollen. Erstmal wieder ordentlich KP obendrauf. Möchtest du das auswählen? Ja, bitte. Okay. So. Da müssen wir jetzt aber nochmal nach unserem Weg schauen, überhaupt erstmal. Ich bin gerade immer noch zu faul, den Spielberater von 2 Meter Entfernung zu holen. Du bist überhaupt 2 Meter, nicht mal. Ich müsste auf jeden Fall aufstehen. Also gefühlt einen Kilometer.
So, Kraxelkrallen haben wir noch nicht. Genau, kommen wir noch nicht hoch. Hier braucht man auch Kraxelkrallen. Den lassen wir nochmal links liegen. Dann müssen wir... Na los. Dann würde ich sagen... Schauen wir hier. Oder sind wir... Muss ich überlegen, sind wir von da gekommen? Nee. Ah ja, okay. Ah. Frage ist, ob wir hier überhaupt langkommen. Frage wäre jetzt außerdem, ob wir, wenn wir runterfallen, irgendwo ankommen, wo wir nicht ankommen wollen. Ich vermute fast ja. Deswegen tue ich es einfach mal nicht. Diese Vögel sind so bekloppt, ey. Ah, da brauchen wir auch nicht einspringen. So. Das ist die zweite verschlossene Truhe, die wir uns irgendwie nochmal besorgen wollen. Schauen wir mal. Ich vermute, dass wir hier den Krallen näher kommen. Vorher ist noch ein bisschen Klettern angesagt und dann... Okay. Kristall nehmen wir gern mit. Ja, genau, hier braucht man den Granitsperr, um durchzukommen. Erstmal auch keine Gegner weiter. Ich werde bei diesem komischen Spiel, also der ist eigentlich. Mann, das gibt's doch nicht, ey. Ich werde mal den Spieleberater gleich holen. Und dass wir uns hier mal die richtigen Namen dieser Monster anhören. Ich meine, wir können die auch weiter Kackvögel nennen, aber... Die haben ja einen Namen und mit dem möchten sie wahrscheinlich auch benannt werden. Die komischen Kackvögel. So, kleinen Moment. Den hole ich erstmal ran, der liegt hier gleich neben mir. Also da hinten, wie gesagt. Gleich noch das Game mitgeholt. Baba. Und erst ans Bestiarium schauen, sagt Shadow Luca. Irgendwas mit korrekter Name. Ah, Sternchen. Verstehe. Wir schauen jetzt mal, wie die Kollegen wirklich benannt werden. Also, wir haben die Höhlen-Golems, Hades-Krähe, das sind die Kackvögel. Gleich sehen wir Wurzelgnome. Ansonsten hatten wir hier noch diese komischen, genau, die Geoblaster, Steinbeißer. Und Schlammmonster. Wissen wir das auch? Crackcliff. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ich würde sagen, wir haben ja noch ein bisschen Orientierung. Deswegen werden wir uns da gleich mal weitermachen. Wo auch immer wir sind. Doch, eine Sache zuvor. Nehmen wir natürlich noch das Kraftelixier. Und ich würde vielleicht doch nochmal schauen, ob ich nicht vielleicht irgendwas vergessen habe, weil es wäre ziemlich ärgerlich, wenn es nachher dann wieder so ein No-Return gibt. Genau, so D. Das haben wir mitgenommen, das war das Kraftelixier. Da war auch alles clear. Hier gibt es noch ein paar Taler, aber ich glaube, das kommt später bei T. Also ich weiß, wir haben auf jeden Fall eine Truhe noch nicht mitgenommen.
Aber das, ich würde sagen, wir schauen weiter. Da kommt noch eine Fallgrube. Und so ein Spaß. Also. Erstmal die Wurzelgnome fertig machen. So, aber bevor man sich irgendwo reinfallen lässt, sollte man immer den Kaktus befragen. Oh, der redet nicht mal mit uns. Das ist ein Ding. Der erste hat noch mit uns gesprochen. Der schon nicht mehr. Dann doch Spieleberater. Fallgrube, ja, hier kommen 1000 Fallgruben. Hm. Ah, ich würde sagen, rein da. Nein! Okay. Das wird ein Hin und Her jetzt. Aber wenn es jetzt auch noch unterschiedliche Wege gibt. Das soll hier erklärt sein. Aber die waren halt auch recht dünn damals, diese Spieleberater. Das sind echt nur die beiden Seiten hier. So, okay, jetzt. Eigentlich ging es hier noch weiter runter. Dann war das wahrscheinlich. Probieren wir das mal anders. Rechts, links. Shadow-Luke. Drei, zwei, eins. Rechts. Ah, links. Nehmen wir den linken Weg. Das war nochmal knapp. Okay. Ich weiß nicht, ob es da unten jetzt nochmal weiter ging. Ich glaube fast, ja, der Kaktus hier wird wahrscheinlich auch nicht mit uns sprechen. Nee. Ach, das ist nochmal anders. Ach du Scheiße. Irgendwo. Hier brauchen wir auf jeden Fall die Krallen. Wie hießen die eigentlich nochmal? Kraxelkrallen wird es bestimmt nicht gewesen sein. Ah ja, Shadow Luca schreibt gerade, gibt ein Delay. Ja, müssen wir mit leben, denn werde ich nächstes Mal, wenn ich eine wichtige Frage oder Ansage habe, werde ich nächstes Mal wahrscheinlich einfach kurz warten. Genau, da brauchen wir die Krallen, also gucken wir doch mal hier rein. Ach du Scheiße, ja, okay. Das wird wieder hier so ein Glücksding. Ach. Okay. Oh, die verfolgen mich ja. Die scheiß Dinger. Oh ja. Ach Mann, diese Dinger. KP immer im Auge behalten, nochmal sterben. Sollte nicht passieren. Kristall nehmen wir uns auch noch mit. Dann geht's zu P. Hier werden wir mal schnell rüber. Achso, irgendwie dachte ich, die fallen jetzt eigentlich zusammen, aber sieht ja gut aus. Vielleicht nur, wenn diese komischen Dinger hier aufwachen, die Steinbeißer / Geoblaster. Ja.
Ah ja, genau, hier sind die Krallen. Hier sind die Krallen. Erstmal müssen wir noch gegen die Hadeskrähen, aka Kackvögel, kämpfen. Ja. Langsam müsste mal ein Levelaufstieg wieder drin sein. Greifenklauen. Ja, ist schon viel, viel cooler als Kraxekrallen. So, dann nehmen wir mal die Greifenklauen und schauen, was hier oben ist. Weil jetzt gab es ja noch so viele Gebiete, die wir theoretisch... Scheiße, das gibt's nicht. So viele Gebiete, die wir jetzt nochmal absuchen müssten. Ich glaube, da waren mindestens zwei Stellen, wo man hätte klettern können, relativ am Anfang. Da können wir ja nochmal nachschauen. Erstmal machen wir uns hier runter. Ah, okay, Abkürzung, alles klar. Dann gab es hier wahrscheinlich nur die Greifenklauen auf der Seite. Und... Ach so, ja. Ich glaube, wir kommen gar nicht mehr zurück. Mal schauen. Naja, immerhin, den Granitsperr, den konnten wir mitnehmen. Der war wichtig. Gab es hier sonst noch irgendwas? Irgendwo gibt es doch ein Elixier. Genau, das war das eine, was wir vorhin gesehen haben. Pau. Ja, schauen wir mal. Da oben. Na, gehen wir erstmal hier rein. Also hier steht Geoblaster. Jetzt hatte ich aber als Spielberater noch daneben Steinbeißer gelesen, also an irgendeiner Stelle ist der Wurm drin. Okay, Vögel bekommen, Hadeskrähen. Das ist halt immer die Sache, wenn man jetzt hier weitergeht, dann hat man vielleicht nur diese eine kleine Abzweigung verpasst. Weil ich kenne diese Stelle noch, wo man da so komisch schräg klettern muss. Und ich glaube, da war nicht viel. Ich gehe nochmal zurück, ich nehme das mit. Das war jetzt schräg runter. Ach, scheiße. Ja, zum Hochklettern dann. Naja, ist doch mehr als... Ach so, verstehe, genau, nee. Ja, waren wir hier schon? Ich glaube nicht, oder? Ah, die Wunderknolle nehmen wir natürlich mit. Ja, Shadow Lucas sagt oder merkt an, dass der Spieleberater auch vielleicht von jemand anderem übersetzt wurde als das Game an sich. Durchaus möglich, weil da kommen ja sonst was für Sachen zustande manchmal. Also ich bin jetzt hier gerade wieder auf dem Weg zurück. Nicht ganz eigentlich, weil ich glaube, hier bin ich auch nur hergekommen, indem ich irgendwo runtergefallen bin. Der Geoblaster. Ja, den lassen wir auch. 24. Dieser komische wimmernde Ton sagt ja immer schon Wunderknolle. Später gibt es ja noch die Götterknollen. Weiß gar nicht, wie viel die zurückgeben, aber die hauen gut rein. Ich meine, erwartet man ja auch von der Götterknolle. Genau, da hatten wir ja... Ach so, okay, alles klar. Jetzt könnten wir nämlich schauen, ob wir uns doch nämlich nochmal genau den Spieleberater anschauen, um nichts liegen zu lassen. Genau, also.
Das haben wir auf jeden Fall mitgenommen, alles. Greifklauen. Nee, eigentlich sieht gut aus, sieht gut aus. Hier ist noch irgendwie, ich glaube, da kommen wir aber noch hin. Ich denke, das können wir. Das können wir noch mitnehmen. Ist jetzt nicht viel, aber da ist noch ein Elixier für uns drin. Damals habe ich echt durch dieses Spiel, glaube ich, dieses Wort paralysiert erst gelernt. Also mit, da war ich natürlich kein 18, sondern eher so 7. Und wenn man dann hier diese ganzen Sachen liest, fragt man sich natürlich, was das ein oder andere bedeutet. Und ich glaube, das wusste ich damals noch nicht. Yes. Level 12, das hätte ich jetzt mindestens auch für den Endgegner, glaube ich, haben wollen. Eine Hardskill ist uns entkommen, aber so, dann gehen wir mal direkt hier hoch. Die Wurzelgnome. Die kann man, glaube ich, ganz gut farmen. Beziehungsweise hier könnte man theoretisch ganz gut leveln, wenn man diese Wurzelgnome die ganze Zeit besiegt. Das Teil nehmen wir noch mit. Genau. Das wollte ich noch mitnehmen. Geht's hier überhaupt lang? Ja. Bevor wir da reinspringen, schauen wir nochmal. Achso, nee. Okay. Ach, wir sind Pfeilding. Okay, in dem Fall war es egal. Hier habe ich mich jetzt rechts entschieden. Ah ja, Kristall, den nehmen wir mal. Ah ja, okay, den hätten wir auch. Gute Wahl, weil den hätten wir, glaube ich, sonst nicht bekommen. Ja, was ist jetzt so wieder in einer anderen Richtung? Manchmal sind so eine. Also ich mag ja Open World. Aber so eine Linearität hat halt auch etwas für sich. Jetzt hier, also die können mich nicht mit so viel Auswahl überfordern. Das geht nicht. Nicht heute. Morgen auch nicht. Ein Dead End, okay. Erinnert mich an diese eine Süßigkeit, die es war, gab hier diese komische Wand zum Klettern. So ein Schokoladending, das hat auch immer so eine Punkte da drin. Weiß gar nicht mehr, wie das heißt. War auf jeden Fall lecker. Kommen wir schon zum Endboss? Ja, das ist aber auch okay. Wir dürfen natürlich jetzt hier nur nicht schlafen und müssen gucken, dass wir den Kollegen so schnell wie möglich fertig machen. Ah, er macht es uns nicht leicht. Erstmal überhaupt rankommen. Ich hoffe, da gab es jetzt nicht irgend so ganz beschissenen Trick. Der Endboss hat ja immerhin noch einen kleinen. Konnte man die Dinger irgendwie, ne? Einen kleinen Text hier im Spieleberater bekommen. Also erstmal bin ich jetzt noch nicht rangekommen. Oh, jetzt kommt er von da.
Okay, also man kann ihn doch treffen erstmal, das ist schon mal gut. Und vielleicht umso weiter unten ich stehe, umso weiter unten kommt er an. Ah. Nee, nee, der ist da an der Stelle ein bisschen zu hoch. Kollege. Oder ich muss den Kopf treffen. Ah, ja. Okay. Der Vogel ruft Verstärkung. Yes, Hardescreen oder was? Nee, schlimmer. Irgend Verwandter. Der scheißt. Die... Na, das ist schon... Das ist doof. Das ist doof. Ich dachte jetzt, da kommen diese Schlammmonster raus. Aber wenn der da echt nur scheißt... Ah, okay, so ein komischer Tornado. Nein! Es geht von vorne los. Okay, der Tornado, den müssen wir auf jeden Fall vermeiden. Das heißt, wenn der Vogel runterkommt, so wie jetzt, angreifen. Nee, oder? Achso, dann hat das von vorhin noch gezählt, den Schaden. Okay, okay, nehmen wir gerne so hin. Infernalos ist tot. Okay, jetzt haben wir eine Stimme vernommen, die schon lange auf diesen Augenblick gewartet hat, dass alle Vögel ihre natürliche Lebensform zurückbekommen sollen, doch das ist immer noch zu früh ist für die Wiederbelebung der ganzen Welt. Genau, das hatten wir schon mal gehört. Also wir müssen jetzt für das Wachstum allen Lebens sorgen, aber schauen uns erstmal die Zwischensequenz an. Weil für Pixel Art ziemlich nice. Also nicht für Pixar, aber für die Zeit auch damals. Sanctum, da sind wir und ich habe gesehen gerade, also erstmal sind hier schon die ganzen hübschen, schönen Vögel wieder zurück und Shadow Luca hatte noch was geschrieben. Ja, genau, die Kletterwand, Luftschokolade. Ganz genau, ganz genau, ganz genau, Luftschokolade. So sieht die Kletterwand aus. Ah, okay, jetzt müsst ihr mit dem reden können, genau. Doch aus Orkania weht kein Wind mehr, deswegen kann er nicht wegfliegen. Das heißt also... kein Vogel kann fliegen, weil kein Wind mehr weht und wir als nächstes den Wind in Orkania befreien müssen. Das ist jetzt eigentlich dann mehr so ein Intermezzo. Also, das können wir nochmal zum... Gucken wir gerade, ob hier noch irgendwas Interessantes ist. Das sieht auf jeden Fall cool aus mit dem ganzen Wasser. Aber hier scheint auch denn sonst nichts weiter zu sein. Da sitzt noch eine fette Eule. Die hat doch bestimmt irgendwas Krasses zu sagen, aber da kommen wir nicht ran. Ja, ich glaube, das war's. Also dann könnten wir jetzt hier mal schnell fix gucken, ob noch ein anderer Vogel irgendwas zu sagen hat. Ah, da gibt es mehrere Eulen, die sind, glaube ich, egal. Oh, scheiße. Jetzt haben wir total verfranst. Ich hau erstmal ab und befreie den Wind. Was ich eigentlich sagen wollte. Wir haben jetzt im Prinzip, nachdem wir, also nochmal kurz Recap, das Siegel von der Truhe gebrochen haben, haben wir alle Menschen im Dorf, in der Unterwelt, wo wir herkommen, zu Eis erstarren lassen, haben dann 5 Türme bestiegen, besiegt die Endgegner dort, haben die Kontinente erweckt, was ein Nebenprodukt war davon, dass wir die Menschen auch zurückbekommen haben. Und müssen jetzt eigentlich hier rein, glaube ich. Ich frage mich nur, wo es rüber geht. Hier oben irgendwo? War das überhaupt da? Ah, hier ist die Brücke. Ne, hier wäre eigentlich die Brücke. Und als wir dann halt die Kontinente wieder erschaffen haben, als Beiprodukt, hat uns der Weise gesagt, wir müssen jetzt in die Oberwelt springen, wo wir nicht herkommen. Und dort
alles Leben zurückholen, was wir jetzt hier gerade tun. Wir haben die Pflanzen zurückgeholt, wir haben die Vögel befreit. Ist hier vielleicht irgendwo was? Nein. Und jetzt müssen wir den Wind holen, damit die Vögel wieder fliegen können. Ist ein bisschen storytechnisch tatsächlich ein bisschen komisch. Ich glaube, sah das hier nicht nach dem Endboss ein bisschen nochmal anders aus? Nee, das ist genau dasselbe Scheißding. Wo war denn dieser komische Orkan? Ja. Hier in den Bergen war er ja nichts, oder? Jetzt habe ich nicht beim Quatschen schon wieder irgendwas übersehen, ha? Müssen wir mal kurz die Weltkarte aufmachen. So. Doch, das ist das Scheißding hier drin. Da rein. Und ich bin eigentlich der Meinung, dass es hier rüber geht. Oh oh. Wenn jemand einen Tipp hat, erbarmt euch. Ansonsten schaue ich nochmal hier im Spieleberater. Da auch drin stehen, hoffe ich. Die wichtigsten Infos sind dann meistens nicht drin. Infernalos. Oh. Yashin. 1, 2, 3. Aber er ist von der anderen Seite, okay. Das heißt, ich müsste auf die andere Seite kommen. Also ich muss jetzt im Prinzip in dieses komische Felsenabteil hier rein. Ich meine, gut, selbst wenn ich auf die andere Seite komme, würde ich halt nicht wieder zurückkommen. Na, ich stecke jetzt hier im Prinzip auf der Land... also hier auf dieser... In dem Bereich hier fest, wo ich nach Orkania muss den Wind befreien. Und die Karte sagt mir, dass Orkania genau da in diesem Bereich ist. In diesem hier. Und da müsste ich jetzt halt schauen, wie ich reinkomme. Beim Spieleberater sieht man nämlich nur Afrikas Tierwelt, also da geht schon in den nächsten Dungeon. Ah, ja, stimmt. Ja, danke. Danke, 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 danke. Auf jeden Fall, stimmt. Jetzt fällt es mir wieder ein. Also, hier hätte ich auf jeden Fall mit ein paar mehr Kollegen reden müssen. Super, okay, super, danke. Da hätte ich mir einen Wolf gesucht. So, genau, also. Einer von denen wird mich dann hinfliegen. Da schauen wir gleich mal, wer. Der Kleine wahrscheinlich eher nicht. Ach ja, nee, ich weiß es. Genau, ich muss hier hochkraxeln. Einfach hochkraxeln. Ja. Kommt alles wieder zurück so langsam. King's Nest. Genau, ja. Du hast es damals auch gespielt, oder? Falls du noch da bist, Yashin. Nee, wie war dein Name nochmal? Ja, Lord Yashin natürlich. Damals gespielt? Oh ja, oh ja, oh ja. Also ich zitiere Lord Yashin 123, das Spiel ist meine Kindheit. Word. Also ich hatte da noch ein paar andere, hier Lufia, um als größeres Lufia mal zu nennen und noch ein paar, aber Terranigma, auf jeden Fall. Gut, da brauchen wir jetzt trotzdem nicht mit dem Magier rumquatschen. Hier oben, glaube ich, gibt's hier noch was. Hier
hier nicht. Könnten wir eigentlich gleich hoch zu dem Kollegen, würde ich sagen, oder? Wir schauen mal. Ich würde sagen, vorher decken wir uns noch mit Haieknollen ein. Also mit zwei. Beziehungsweise Wunderknollen. Die drei weißen Vögel. Ah ja, genau, stimmt. Die bringen mich hin, auf jeden Fall. Ich würde trotzdem nochmal hochgehen und mit dem Dicken reden. Übrigens mal eine Frage dann auch nochmal an dich, Yashin. Lord Yashin. Hattest du es geschafft, Aurora bis in die größte Vergrößerungsstufe zu bekommen? Also, ich habe es immer nur geschafft, dass es die zweite Stufe hatte, aber nie die dritte. Ich wusste nicht, ob das geht oder halt nicht. So, der Königsvogel haben wir hier noch. Genau, Bann gebrochen, Vögel sind alle wieder da. Der ist immer, genau, also wir sollen Orkania, wir müssen nach Orkania. Also alles, was wir schon wissen, nach Orkania den Wind holen. Auf geht's! Boah, ja, auf jeden Fall danke nochmal für den Tipp, ey. Ich wäre weder nochmal wirklich zu diesem komischen, also dahin zurückgegangen, noch wäre ich dann, wäre ich auf die Idee gekommen, an dieser Wand hochzuklettern. Ist doch schon ein paar Jahre her. Also wir übersehen jetzt einfach mal den Fakt, dass unter den Schwingen der Möwe offensichtlich Wind ist. Aber wir wollen ja in der Story vorankommen. Finde ich hier ganz szenisch gut inszeniert, die das im Prinzip nicht zu hören ist. Also sonst hat man ja immer irgendeinen Sound. Man hat den Sound, den man macht. Achso, man muss das Ding direkt treffen. Ja. Weiter Knopf. Okay. Der Wind merkt den Frühling, wacht auf, steigt auf. Ja, meinte mein Kumpel auch, dass Ahola nur zwei Entwicklungsstufen hatte. Das Ding ist aber, da gibt es noch diesen Heinz, der da immer rumsteht und die Entwicklung der Städte sagt. Und wenn die ihr Maximum erreicht haben, dann hat er immer diesen ganz speziellen Satz. Und das hat er bei mir bei Aloha nie gehabt. Deswegen bin ich immer davon ausgegangen, da gibt es noch eine weitere Entwicklungsstufe, aber... Ne. Übrigens, Musik ist wieder da. Wind ist da, Musik ist da. Finde ich cool gemacht. So ein kleines Intermezzo hier, bevor man dann nämlich zu den Tieren kommt. Also zu dem Dungeon, wo man dann die Tiere befreien muss. Sue. Gut. Gespeichert haben wir jetzt gar nicht. Ah nein, ich wollte mir ein Speicherstat für von der Unterwelt belassen. Naja. Ich würde sagen, wir reisen erstmal auf der Weltkarte weiter und dann schauen wir mal. Hier gibt es, glaube ich, nichts mehr zu tun. Oder, noch mal kurz die Frage, wenn hier noch was war, vor allem Lord Yashin. Nichts. Besser als der Spieleberater. Perfekt, danke. Danke, danke.
Die Möwen, die bringen uns ja, glaube ich, irgendwo hin. So war das. Also wir haben ja doch noch was verloren. Und zwar müssen die uns, glaube ich, über das Bergmassiv bringen. Jetzt waren wir eigentlich schon in Nordamerika. Ja, wir haben in Südamerika angefangen, sind jetzt nach Nordamerika. Und, oh, der muss weg, ja. Danke. Fragen wir mal die anderen hier. Ach ja. Wir müssen natürlich noch Berichte erstatten. Da hatte ich mal so ein Video gesehen, ein YouTube-Video, hatte ich schon mal, ich habe es immer noch nicht rausgesucht, hier dieses Quintet Terranigma. Ziemlich coole Analyse von dem Ganzen. Ja, da gibt es scheinbar einen Manga. Ich weiß nicht, nochmal kurz Lord Yashin. Achso, ja, verstanden, genau. Mit den Vögeln gehe ich jetzt weiter, spreche trotzdem nochmal mit ihm hier. Und hast du zufällig den Manga gelesen? Diesen, da gibt es irgendwie so eine Manga-Fassung von. Und die habe ich nie zu Gesicht bekommen. Aber da soll halt zum Beispiel er hier, der König der Vögel, als ziemlich cooler, weiser Typ dargestellt werden. Hier ist er eher so dieser Dummkopf, der schläft und fett ist und einen komischen Namen hat. Dumba oder so. Genau, hast du den Anime zufällig gesehen oder gelesen? Manga? Yes, den Zauber, den kann man, glaube ich, immer gebrauchen. Ich weiß gar nicht mehr, was der macht. Der bringt Wind? War das ein Heilzauber? Weiß ich gar nicht mehr. So, und jetzt kann ich mit den Möwen reden. Also, wenn man solche Höhen runterspringt, immer dran denken, abfedern. Ah ja, genau, diese Comics. Ich hatte dieses eine Comic-Heft, wo er nur bis in der Unterwelt Turm 5, glaube ich, war das. Das war das Einzige, was ich hatte. Ich weiß nicht, ob es davon noch mehr gab. Fand ich auf jeden Fall cool. Mein Game damals. Auf einen neuen Kontinent bringen. Namens Ibicilia. Imbicilia. Da gehen wir einfach mal hin, das ist eine Insel. Das ist nicht der Ort, wo die Story weitergeht, glaube ich, aber das ist irgendein Ort. Und irgendein Ort ist immer gut. Was immer. Komischerweise kann ich mich an diese Musik gar nicht so richtig erinnern. Das ist doch Japan. Hokkaido. Und hier entsteht ja dann später Neo-Tokyo. Total fasziniert damals von diesem. Hier haben wir den Fuji. Der dicke Braune hier. Und mehr können wir nicht sehen. Genau, und hier ist dann später Neo-Tokyo. Ich glaube, da gab es gar nichts weiter. Da gab es, glaube ich, ein Gaming-Studio und so eine Sachen. Und so ein ab 18 Place. Da gab es allerhand komische Sachen. Nur Tokio war auf jeden Fall cool. Aber jetzt erstmal zurück ins Sanktum. Und dann nehme ich mit dem richtigen Vogel. Ja, wo geht's eigentlich hin? Nach Afrika wahrscheinlich. Ja, mit dem Namen Imbicilli. Also, Nippon hätte man ja auch irgendwie ähnlich benennen können, weil ich glaube, viele Namen sind ähnlich benannt. Aber das hat doch bestimmt einen Grund, dass die. Also, es sei denn, das ist eine komische Übersetzung, aber mich würde jetzt mal interessieren, wie das im Japanischen hieß, weil das wird bestimmt eine Bedeutung haben, was man wahrscheinlich nur weiß, wenn man Japanisch kann. Paradies der Tiere, los, auf geht's. Boah, so eine Möwe, ey.
So eine Commuting-Möwe. Kann man sich den Stress mit der Deutschen Bahn sparen? Er fliegt einfach. Great L. Die Mucke. Whole new world. Erstmal noch lässig drei Runden um Afrika gekreist. So, an der Musik wissen wir schon, hier stimmt was nicht. Okay, Kamenski, die Kröte. Ah ja, okay, Leon, der gerade Vater geworden ist. Auf jeden Fall bleibt unser Freund erstmal hier. Oh, das nehmen wir natürlich auch immer noch gern mit. Gut, unser Unterwelten-Spot ist weg. Kami-Schildkröte auf Japanisch, genau, so wie Kami von Dragon Ball. Oder, ja, Kamehameha, Schildkröten, Kamehameha. So hieß doch, glaube ich, auch irgend so ein König früher im Pazifik, auf, also in, zumindest in Civ 5, wenn man da Polynesien als Zivilisation nimmt, kommt Kamehameha als Leader. Okay, hier gibt es eigentlich nur... Ich frage mich so, also, warum wir das Seelen verkaufen müssen. Ich meine, Pflanzen können doch jetzt reden. Und ob wir das mit Pflanzen oder Seelen verkaufen? Gut, aber da will ich natürlich hier nicht zu viel kritisieren, weil hier geht es nämlich ums große Ganze bei Terranigma. Schauen wir uns erstmal hier draußen um. Ich hab natürlich gesehen, dass da jetzt noch dieser weitere Weg war. Wo wir hergekommen sind. Aha, so. Das ist das der Dungeon, wo wir hin müssen. Schildkrötenwelle. König von Hawaii, ja, genau, danke, ja. Hier haben wir auch noch irgendwas. Eine Schlucht. Genau, hier müssen wir ja dann später mit Leon hin, wenn er so heißt. Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob es wirklich sein Name war. Huch. Aber ich glaube schon. So, dann hier war ja, glaube ich, dann auch nicht mehr so viel. Ja, hier ging es dann später dann natürlich weiter, um in der, oh, wie hieß die Wüste noch schnell? Hier entsteht dann später mit dem Wasser die Nasenbrücke. Oh, Spoiler. Aber wir haben das ja alle schon mal durchgemacht. Außer Shadow Luca. Aber der wird schon verkraften. Auch schon ein großer Junge. So wie ich. So, dann schauen wir nochmal kurz hier rein. Und nehmen das mit, was wir hier vielleicht noch bekommen könnten. Oder kommt das hier auch erst später? Doch, hier ist später irgendwas, wenn man da in Zoe alles Mögliche befreit hat. Also, wird nicht befreit, aber irgendwie das Wasser zurückgeholt hat oder so eine Sache. Und hier, genau, hier leben dann, glaube ich, hier diese ganzen Tiere. Das sind voller Tiere. Aber alles zu seiner Zeit. Weil noch sind die Tiere nicht befreit. In diesem Quintet, in dieser Analyse, die ich jetzt erwähnt hatte, da meinte der Typ auch, dass es da so ein paar Story-Lücken gibt, wie jetzt mit diesen Vögeln. Also die Tiere hat man noch nicht befreit. Trotzdem sind Vögel da. Der Wind ist halt noch nicht da. Trotzdem können einige Vögel fliegen. Etc. etc. Aber ja, wie gesagt, hier geht es ums große Ganze. Ist natürlich schade, aber
Ohne Scheiß, als Kind ist mir das so nicht aufgefallen. Jetzt habe ich noch gar nicht geguckt, ob wir überhaupt super vorbereitet sind. Ob wir alles soweit haben. Ich werde mich auf jeden Fall nochmal heilen. Liam, genau, Liam. Ja. Das Minispiel auf jeden Fall. Also in dem Sanktum, wo wir vorhin waren. Das nehmen wir nochmal mit. Und ich sag mal, bevor wir uns jetzt in den neuen Dungeon aufmachen, ich würde sagen, call it a day. Also mir hat Spaß gemacht, nicht nur Terranigma zu zocken, sondern auch mit Feedback zu zocken. Und die größte Hilfe war natürlich im Cracklift. Beziehungsweise nach dem Cracklift, als wir den Wind gesucht haben. Und ich werde auf jeden Fall weiter zocken. A, es ist Terranigma. Und B, zusammen zocken ist immer cooler als alleine zocken. Also, jo. Dann würde ich sagen, vielen Dank. Sonst nochmal an Lord Yashin. Sorry, ich stolper die ganze Zeit über deinen Namen. Ist nicht persönlich nehmen, das ist meine Zunge. Also ja, Shadow Luca, klar, auch da gewesen, cool, danke. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und auf ein hoffentlich baldiges Wiedersehen.